Ich bin heute hier, weil Generation Riesling 10-jähriges Bestehen feiert. Na, 10-jähriges Bestehen, was für ein Quatsch. 10 Jahre jung steht auf der Einladung und das entspricht eigentlich das Wesentliche, weil es geht um die Verjüngung, um die Erneuerung des deutschen Weins, um neue Perspektiven zu gewinnen, neue Weine zu kreieren. Das ist das Programm von den Mitgliedern von Tag 1 gewesen und es bleibt das bis heute. Ich beurteile die Entwicklung der letzten 10 Jahre beim Generation Riesling äußerst positiv. Das ist die größte Jungwinzervereinigung Deutschlands, möglicherweise die gesamte Welt. Und es ist unglaublich viel passiert. Und mit jedem Jahr kommen neue Mitglieder dazu und neue Facetten, neue Weine sind da zu verkosten. Jedes Jahr ist für mich mindestens eine große Überraschung, wenn nicht 2, 3, 4 dabei. Wie soll das besser sein? Am 1. Mai 2004 wurde mir ein Wein von Stefan Winter, einer der Gründungsmitglieder, ins Glas geschenkt. Es wurde mir gesagt, das ist der Leckerberg Riesling. Ich dachte mir, Leckerberg, was für eine Lachnummer. Wie kann ein Wein Leckerberg heißen? Das ist doch ein Witz. Dann habe ich einen Schluck genommen und gedacht, wow, was passiert hier? Und dann habe ich Stefan kennengelernt. Ich glaube, er war damals 20 oder gerade 21. Ich dachte mir, dieser nette, junge Typ, ne, ein paar Frauen waren ihm schon hinterher in dem Moment. Wie kann es sein, dass dieser Typ solch ein gigantischer Wein erzeugt? Generation Riesling ist ein sehr stimmiger Titel, sagen wir, sehr stimmiger Markenname, weil im englischsprachigen Raum sagt man einfach Generation Riesling. Es ist gar kein Problem, das auszusprechen und es hat genauso einen positiven Klang im Ausland wie im Inland. Das ist ganz selten, dass eine Markenname diese Bedingungen erfüllt. Und ich spreche nicht vom Wein, ich spreche vom Markennamen überhaupt. Ja? Es gibt laute Markennamen, die in einem Markt gut klingen und in dem nächsten einfach saudoof. Die beste Anekdoten, die mit Generation Riesling zu tun haben, also entweder habe ich sie schon in ein Buch geschrieben oder sie sind zu heiß, um jetzt zu erzählen und wir lassen das da. Na, Kamera aus.